was machst du? Ich muss noch Deutsch-Hausaufgaben machen. Herr Pauli hat uns ein Arbeitsblatt mit lauter Grammatikaufgaben gegeben und will diese Hausaufgabe morgen sogar benoten. Oh, okay. Ich muss jetzt weitermachen. Hauser? Hallo, Lisa. Ja, warte kurz, ich gebe sie dir gleich. Lena, Lisa für dich am Telefon. Aber machst du bitte die Hausaufgaben, bevor ihr euch trefft, okay? Hallo? Ich habe eine total geniale Idee. Wir könnten ein Seil über die Straße spannen. Dann können wir uns Briefe schreiben und sie an der Schnur über die Straße ziehen. Ah ja, coole Idee. Das könnte klappen. Mama, ich gehe nur mal kurz auf die Straße raus. Bin gleich wieder da. Okay. Ich bin da, Lisa. Ich werfe dir jetzt die Schnur runter. Okay, hab sie. Ich werfe jetzt auch noch das andere Ende herunter. Beides ist unten. So, da bin ich. So, jetzt müssen wir die Schnüre an deinem Fenster befestigen. Aber wie sollen wir sie da hochbekommen? Du wirfst den Knoll hoch und ich versuche ihn aufzufangen. Achtung, ich hab ihn. Was macht ihr da? An der Schnur können Lisa und ich uns jetzt Dinge zuschicken. Briefe oder so. Cool. Aber ich muss jetzt endlich die Hausaufgaben fertig bekommen. Nur noch eine Aufgabe. Da ist ein Brief gekommen. Cool, was schreibt Lisa denn? Kann ich vielleicht mal deine Grammatikaufgaben mit meinen vergleichen? Ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Klar, ich schicke es Lisa mit unserer neuen Schnurpost. Aber hält das Blatt mit einer Wäscheklammer? Ich denke schon, es ist ja nicht schwer. Hallo Lisa, das Blatt kommt zu dir geschwebt. Super! Das war wirklich eine coole Idee von Lisa. Ja, das ist lustig. Schade, dass Evi nicht gegenüber von uns wohnt. Dann könnte ich mit ihr auch sowas machen. Jetzt ist es schon mitten über der Straße. Oh, eine Krähe! Was war denn das? Oh nein, mein Arbeitsblatt! Duck dich! Es liegt bei Frau Hinterwäldler im Rollator. Werd ich denn jetzt hier schon mit Wäscheklammern beworfen? So eine Frechheit! Ich muss es wiederbekommen. Das wird doch morgen benotet. Wir müssen es holen. Los, wir müssen Frau Hinterwäldler hinterher. Mama, ich bin fertig mit den Hausaufgaben. Ich gehe jetzt zu Lisa. Und ich gehe mit. Okay, aber zeig mir die Aufgaben dann noch. Ja, später. Na, die hatten sie jetzt aber eilig. Das ist die absolute Katastrophe. Oh Mann, das ist aber auch ausgerechnet in Frau Hinterwäldlers Rollator fallen musste. Was für ein dummer Zufall. Wo ist sie denn hin? Sie ist da vorne abgebogen, das habe ich noch gesehen. Los, hinterher. Da vorne ist sie, sie läuft bestimmt zum Park. Da habe ich sie schon öfters mittags mit einer anderen Frau gesehen. Da vorne sitzt sie. Wir müssen uns anschleichen und das Blatt holen. Sollen wir sie nicht einfach fragen, ob sie uns das Arbeitsblatt wiedergibt? Und was willst du sagen? Oh, mir ist aus Versehen mein Arbeitsblatt direkt in ihre Tasche gefallen. Und dann kommt sie sicher auf die Idee, dass die Wäscheklammer auch von uns war. Naja, ich schleiche mich jetzt mal ran und schaue, wo es ist. Es ist nicht da. Das Arbeitsblatt ist gar nicht im Rollator. Aber es ist da hineingefallen. Ich habe es ganz genau gesehen. Ja, ich auch. Aber vielleicht ist es unterwegs rausgefallen. Das kann nicht sein. Wir sind ihr doch auf direktem Weg hinterhergelaufen. Wir müssen zu ihr hingehen und ihr eine geschickte Fangfrage stellen. Eine Fangfrage? Wartet kurz. Ich muss nur mein Arbeitsblatt holen gehen. Was hat Lisa denn vor? So, kommt mit. Guten Tag. Wir verteilen einen Prospekt. Haben Sie dieses Blatt schon oder möchten Sie eins? Nein, danke. Das habe ich vorhin schon bekommen. Habe ich schon im Mülleimer entsorgt. Ah, hier gibt es einen Mülleimer. Wo denn? Wir haben vorhin schon einen gesucht. Da vorn. Danke. Lisa, du bist echt genial. Ich wäre nie auf sowas gekommen. Oh je, mein schönes Arbeitsblatt. Das wird aussehen. Hier ist es. Total verknittert. Immerhin habe ich es wieder. Komm, wir gehen nach Hause. Aha, da seid ihr ja wieder.
Lena, zeig mir doch bitte noch deine Aufgaben. Ja, hier. Was hast du denn mit dem Blatt gemacht? Wie sieht das denn aus? Ich dachte, Herr Pauli will das benoten. Und so willst du das abgeben? Das war nicht Lena, das war Frau Hinterwäldler. Frau Hinterwäldler macht Lenas Hausaufgaben? Ja klar, und das soll ich glauben. Immerhin sind die Aufgaben alle richtig. Ich werde das Blatt jetzt bügeln. Und nächstes Mal passt du besser drauf auf. Ich habe eine bessere Idee. Wir binden eine Tasche an der Schnur fest. Und dann kann nichts mehr rausfallen. Ich schicke Lisa gleich mal ein paar Gummibärchen. Als Dank für ihre super Arbeitsblattrettungsaktion. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, tschüss!